Pünktlich wie immer, so pünktlich wie Professor Junginger, begrüße ich Sie, liebe Gäste, sehr herzlich und auch Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu Beginn des Wintersemesters mit dem Thema Was ist der Mensch? Wir setzen dies fort und haben diesmal die Kunst im Blick. Wenn Sie unser Motto von heute Abend sich genau anschauen, dann können Sie die Feinheiten der deutschen Sprache erkennen. Wenn Sie das in einem Zug durchlesen, Kunst, um mit dem Leben klarzukommen, könnten Sie sich vorstellen, das ist ein Vortrag über irgendwelche Dinge, wie man halt das und jenes macht, also irgendwelche Kunstfertigkeiten sollen da wohl verortet werden. Also haben wir ein Komma gesetzt hier, ein Hiatus sozusagen, eine Pause, Kunstpause, um mit dem Leben klarzukommen. Darüber werden die beiden Referentinnen mit ihrer Wissenschaft uns bereichern. Wir begrüßen Frau Professor Dr. Thomas und Frau Kerstin Böttcher, damit ich die Namen richtig nicht verwechsle, zu den Vorträgen. Frau Thomas wird die Moderation machen und wird uns die Einführung geben und Frau Böttcher wird den Hauptvortrag dann halten. Dass die Kunst ohnehin immer ein menschliches Bedürfnis war, ist ja seit der Zeit des Homo sapiens bekannt. Er hat immer wieder versucht, die Kunst in sein Leben zu integrieren. Und nun wollen wir von den Referentinnen hören, wie das heute gemacht wird. Ich darf zunächst mal die Moderatorin bitten um ihren Vortrag und dann werden wir weitersehen. Wenn Sie sich gerade mal hierher zu uns begeben würden. Frau Thomas, Sie sind... haben die in Frankfurt in Hanau geboren, also so ein quasi Landeskind. Sie haben in Frankfurt klassische Archäologie, Kunstgeschichte, Philosophie, also ein sehr breites Studium absolviert. Sie waren dann Magister, Stipendiatin am Graduiertenkolleg. Später waren Sie dann sogar als Forschungsschwerpunkt, haben Sie die Emotionsforschung betrieben, was ich Ihrem Lebenslauf entnehme. Sie waren am Deutschen Forum für Kunstgeschichte in Paris, daher kennen Sie die Pariser Museen in- und auswendig. Wir haben gerade über das Centre Pompidou gesprochen, haben 2006 die Promotion zum Dr. Phil hinter sich gebracht, waren dann an der Universität Frankfurt und hatten mehrfache Stufen der wissenschaftlichen Assistenz durchlaufen, wieder in Paris, Lehrauftrag in Potsdam, Forschungsstipendium der FU in Berlin, Leitung an der Universität einer Gruppe. Dann waren Sie auch in Los Angeles und seit 2015 haben Sie Professur inne für moderne Kunstgeschichte. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns die Einführung in dieses Thema geben. Jetzt darf ich Ihnen das geben. Jetzt kriege ich es nicht mehr hin. So. Jetzt muss ich ihn so rum. Und den äußeren. So, ich hoffe, Sie können mich hören, ja. Ja, schönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Ich habe die Ehre, heute die Moderation zu dem Vortrag von Stefanie Böttcher leiten zu dürfen und ein paar einleitende Bemerkungen mit auf den Weg zu schicken. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich war ja schon mal hier in der medizinischen Gesellschaft und habe immer ein sehr interessiertes Publikum, ein breites und interessiertes Publikum hier gesehen und erlebt. Und ich denke, dass der heutige Vortrag auch viel Anlass zum Fragen gibt. Das Thema ist ja angesiedelt in der Veranstaltungsreihe Was ist der Mensch? Und hier haben wir jetzt einen Vortrag von Stefanie Böttcher, den wir gleich hören, der eben der zur Kunst geht, der die Kunst in dem Zusammenhang der Frage, was ist der Mensch, behandelt und damit die Kunst eben auch als ein menschliches Grundbedürfnis und Grundvermögen anspricht. Und das ist äußerst lobenswert und für uns als Kunsthistorikerinnen natürlich eine Selbstverständlichkeit, aber man muss sagen, in der öffentlichen Debatte ist das keineswegs immer eine Selbstverständlichkeit, denn Kunst gilt doch bisweilen immer noch als schöne Nebensache, als Freizeitbeschäftigung oder als Event und keineswegs und ist keineswegs gleichzusetzen in der öffentlichen Wahrnehmung häufig mit den ernsthafteren Tätigkeiten des Lebens. Betrachtet man die Frage gar unter dem Gesichtspunkt der
des Überlebens oder der Überlebensnotwendigkeit ist diese Abwertung natürlich nachzuvollziehen, sind doch Künstler, Kuratoren, Kunstwissenschaftler kaum in der Lage, unmittelbar lebensbedrohende Zustände aufzufangen, in dem Sinne, in dem das etwa die Ärzte machen können. Doch gehört ja zum Menschen bekanntlichermaßen mehr als nur seine körperliche und seelische Unversehrtheit, eine Erkenntnis, die Sie als Ärzte mit Sicherheit teilen und die eben auch die medizinische Gesellschaft in ihrer Integration dieses kunstwissenschaftlichen Vortrags in der Reihe »Was ist der Mensch?« offenbar voraussetzt. Zum Menschen und zu seinem Leben gehören also auch Künste oder gehört die Kunst. Nicht unmittelbar im Lebensvollzug, aber irgendwie als eine Art von Mittler zwischen dem Menschen als Individuum und der menschlichen Gemeinschaft. Kunst, so kann man sagen, ist ein Sprachrohr unseres Weltverhältnisses. Kunst ist aber auch ein Gegenüber, das von der Welt zu uns spricht. Also in beide Richtungen. Durch die Kunst werden menschliche Reflexionen ausgedrückt, aber eben auch menschliche Reflexionen angeregt über die Kunstwerke, wenn wir sie betrachten. Durch die Kunst werden aber auch menschliche Gefühle ausgedrückt und ebenso werden eben durch Kunstwerke menschliche Gefühle ausgelöst. Trauer, Heiterkeit, andere Dinge. Nicht nur die Kunst gehört zum Menschen, sondern durch die Kunst ist der Mensch sich selbst und der Gesellschaft ausgesetzt. Kunst bietet einen Spiegel, was dem Menschen daraus entgegenschlägt, aus diesem Spiegel der Kunst, kann Anlass zur Selbst- und zur Welterkenntnis sein. Jahrhundertelang hatte Kunst deshalb eine unmittelbare politische und moralisch appellative Funktion, die Funktion, vom gesellschaftlichen Ganzen aufs Individuum zu wirken, also etwa in der Staatskunst, in der bestimmte staatliche Informationen, staatliche Auffassungen an die Menschen übermittelt wurden und es eben politisches Programm gab, politische Propaganda, aber eben auch unter anderem moralische Appelle über Kunst, also weniger direkt politisch funktional, aber eben trotzdem aufklärerisch, als eine aufklärerische Botschaft an den Menschen. Das ist also diese Wirkung, diese unmittelbar politisch-moralisch appellative Funktion, die vom gesellschaftlichen Ganzen, also von der Überzeugung einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft auf das Individuum wirkt. In der Moderne wurde aber dieses Verhältnis umgekehrt, nämlich vom subjektiven Individuum sollte nun die Kunst aufs größere Ganze wirken. Also es ging nun vielmehr darum, wie sich der Mensch in der Kunst auszudrücken vermag, was er durch die Kunst vermitteln kann und wie dieses alles dann auf einen größeren Zusammenhang zielt, auf eine Moral oder etwa auch auf eine religiöse Botschaft oder Ähnliches. Die Avantgarden schließlich haben all dies abgeschüttelt und jegliches Ineinanderwirken von Kunst und Leben abgelehnt. Kunst sollte kein Funktionsträger in diesem unmittelbaren Sinne mehr sein. Heute wiederum ist dieses Projekt der Moderne, was Sie etwa in den Avantgarde-Künsten mit der Konzentration auf die eigenen Bildmittel, mit der Rückwendung auf die eigene Bildsprache sehen, mit dem Schlachtruf "L'art pour l'art", die Kunst soll der Kunst gehören und nicht mehr einer Religion oder einem politischen Programm dienbar sein, sondern Kunst muss für sich selbst stehen und gelten. Also diese ganze Entwicklung der Moderne und damit das ganze Projekt auch der Moderne ist heute selbst einer kritischen Revision unterzogen. Die Befreiung von der Funktionalisierung der Kunst wird nicht mehr mit ihrer strikten Abgrenzung zum Leben in eins gesetzt. Also die Anerkennung, dass Kunst auf eine ganz eigene, ureigene Weise wirksam sein kann, ohne eben immer diese moralisch appellative Funktion haben zu müssen, sondern auf eine ästhetische Art und Weise zu wirken. Diese Anerkenntnis der Kunst führt heute nicht mehr dazu, dass man gleichzeitig im Nachvollzug dieses Anspruches
erwartet, dass Kunst immer nur im strikten Rahmen des Ästhetischen verbleiben muss. Also die strikte Abgrenzung von Kunst und Leben wird zunehmend mit der Revision der Moderne selbst in Frage gestellt. Kunst kann wieder Relevanz zeigen im ursprünglichen Sinne, nämlich als Medium eines Selbst- und eines Weltverhältnisses, also als Medium des Verhaltens des Menschen zu sich selbst oder eben zur Gesellschaft, zur Welt im weiteren Sinne. Und damit kann Kunst Mittel zur kritischen Erkenntnis sein und Verortung des Menschen in seiner Umwelt. Wir werden jetzt einen Vortrag hören von Stefanie Böttcher zum Thema Kunst, um mit dem Leben klarzukommen. Kunst, um mit dem Leben klarzukommen. Und da werden Sie Beispiele und eine intensive Auseinandersetzung mit Kunstwerken vorgestellt bekommen von Frau Böttcher, die genau diesen Punkt, Kunst und Leben wieder zusammenzudenken, auf eine ganz neue Art und Weise beschreiten und eben zu einer eigenen kritischen Position finden und damit diese Selbstbeschränkung der Kunst auf eine Region außerhalb des Lebens oder ja, vielleicht auch des Selbst, der Selbstbespiegelung, aber auch der gesellschaftlichen Relevanz aufzuheben und zu überschreiten. Ich darf Ihnen jetzt die Rednerin des heutigen Abends vorstellen, Stefanie Böttcher. Stefanie Böttcher ist Kunsthistorikerin und Kuratorin. Sie ist seit 2015 die Leiterin der Kunsthalle Mainz, wo sie die Ausstellungen kuratierte, wie Auf den Schultern von Giganten oder Detail ist alles. Eine Einzelausstellung des libanesischen Künstlers Rabi Mrouieh sowie die aktuell laufende Gruppenausstellung Mit den Händen zu greifen und doch nicht zu fassen. Schon während des Kunstgeschichtsstudiums in Göttingen, neben dem sie auch christliche Archäologie, byzantinische Kunstgeschichte und Betriebswirtschaftslehre studierte, wandte sich Stefanie Böttcher schon der aktuellen Kunst zu, indem sie bei einem Studienaufenthalt in Venedig am Deutschen Pavillon mitarbeitete. Zwischen 2007 und 2013 leitete Stefanie Böttcher dann das Künstlerhaus Bremen. Hier verhalf sie jungen internationalen Künstlern zu ihren ersten Einzelausstellungen in Deutschland. 2013 erhielt sie das Forschungsreisestipendium für Kuratoren des Goethe-Instituts für Serbien und kuratierte im selben Jahr die Gruppenausstellung Seven Ways to Overcome the Closed Circuit und Eight Ways to Overcome Space and Time in Kooperation mit dem Museum of Contemporary Art in Belgrad. Also diese internationalen Ausstellungstätigkeiten hat sie dann und ihre Arbeit mit den jungen internationalen Künstlern haben sich ausgezahlt. So wurde sie nominiert, den isländischen Pavillon der diesjährigen Biennale in Venedig zu kuratieren und sie zeigt dort Arbeiten des Künstlers Egil Sebjörnsson, den sie letztes Jahr auch in der Kunsthalle Mainz im Rahmen der Gruppenausstellung Auf den Schultern von Giganten ausgestellt hatte. Stefanie Böttcher spricht eben heute über Kunst, um mit dem Leben klarzukommen. Und ich freue mich sehr, dass sie hier ist und übergebe ihr jetzt das Mikrofon. Vielen Dank. Ist gar nicht so einfach. So. Ich habe schon. Dann würde ich Ach so, du hast es. So, man kann mich auch hören, oder? Ja, also funktioniert gut das Mikro? Okay, dann vielen Dank Kerstin Thomas für diese schöne Einführung, Hinführung zu meinem Vortrag und auch für die Kurzvorstellung meiner Person. Vielen Dank dafür und ich danke Ihnen jetzt im Namen der ganzen MGM, Herr Faust, Dr. Faust, für die Einladung, heute Abend hier vor Ihnen allen sprechen zu können. Und Kerstin Thomas hat es gerade erwähnt, ich komme aus der Praxis, ich komme aus der Ausstellungsecke, aus der Ausstellungskonzeption und Kuration. Und das heißt, der Vortrag, den ich Ihnen jetzt halte,
der geht entlang an verschiedenen künstlerischen Werken und Persönlichkeiten, die ich durch Zusammenarbeit genauer kennengelernt habe. Und es ist also ein Vortrag, der sich eben sehr, sehr stark auf das Kunstwerk selbst und von diesem Kunstwerk selbst ausgeht. Das hat natürlich auch mit meiner Biografie zu tun. Wer 7 Jahre in einem Künstlerhaus gearbeitet hat, in dem permanent Künstler in den Ateliers vor Ort schaffen, neben dem Ausstellungsraum und an ihren Arbeiten und an ihren Themen arbeiten, ist davon auch sehr stark oder kann sich davon sehr stark beeinflussen lassen. Und dieses Glück hatte ich nun. Ich fange jetzt erstmal an, gleich wird es noch ein bisschen dunkler und es gibt auch Filmbeispiele, also lassen Sie sich einfach auf Bild und Wort ein, das nun folgt, und wenn ich doch irgendwie leiser werden sollte, geben Sie mir gerne einen Hinweis. Ich starte mit einem Zitat. Genau genommen gibt es die Kunst gar nicht. Es gibt nur Künstler. Erstmals waren das Leute, die farbigen Leben nahmen und die rohen Umrisse eines Büffels auf eine Höhlenwand malten. Heute kaufen sie ihre Farben und entwerfen Plakate für Fleischerextrakt. Dazwischen taten sie noch manches andere. Es schadet natürlich nichts, wenn man all diese Tätigkeiten Kunst nennt. Man darf nur nicht vergessen, dass dieses Wort in verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten etwas ganz Verschiedenes bedeuten kann. Und man muss sich vor allem merken, dass es die Kunst eigentlich nicht gibt. So schrieb Ernst H. Gombrich in seiner Geschichte der Kunst. Und der Begriff Kunst ist deswegen so heikel, weil Menschen versuchen, ihn mit ihren Vorstellungen zu füllen. Kunst wird hier zu einer Projektionsfläche von Erwartungen, Wünschen, zu einem Container der Betrachter. Die andere Richtung ist es aber, die mich interessiert. Diejenige, die vom Künstler ausgeht. Das ist dann unter Umständen diejenige, die es dem Betrachter oft schwer macht, auf Anhieb zu verstehen, was sie sehen. Die nicht einfach gefälliges visuelles Material liefert. Das ist die Richtung, die vom Betrachter Offenheit erfordert, sich auf eine andere Sichtweise, auf eine fremde Sprache, bis hin zu manchmal als unangenehmen Themen, unangenehm empfundenen Themen einzulassen. Kunst, um mit dem Leben klarzukommen, das ist ein Zitat, auch ein Zitat, des isländischen Künstlers Egill Sæbjörnsson, den Frau Thomas gerade erwähnte, auf den ich im Rahmen dieses Vortrages noch näher eingehen werde. Der Ausspruch behauptet einerseits, dass Kunst für uns alle geradezu überlebensnotwendig ist. Dabei geht es keinesfalls um ihr Problemlösungspotenzial hinsichtlich aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen, sondern darum, dass Kunst mit dem menschlichen Leben verbunden ist. Von biologisch über genetisch, mental bis hin zu emotional. Für Künstler selbst ist die Kunst natürlich buchstäblich existenziell, denn sie gehört zu ihrem Leben wie Nahrung, Luft und Schlaf. Andererseits möchte ich genau jetzt betonen, dass Künstler oftmals in einem spannungsreichen Verhältnis zu ihrer Produktion stehen. Der Preis der künstlerischen Freiheit ist hart erkämpft, oft frustrierend und entbehrungsreich. Anstatt Broterwerb zu sein, führt die Kunst in die Armut. Anstatt ruhig schlafen zu lassen, bereitet sie Albträume. Und anstatt mit Luft zu versorgen, schnürt sie den Kunstschaffenden die Luft ab. Viele gute, sehr gute Künstler finden ihren Weg nicht in das ertragreiche Kunstsystem. Trotz kontinuierlicher Arbeit, Ausstellung, Vernetzung bleibt der erhoffte Durchbruch verwehrt. Nirgendwo ist der Druck, gesehen zu werden, aufzufallen, höher als in der Kunst. Das gilt umso mehr, als dass Kunst längst zum Lifestyle gehört. Softwareentwickler schmücken sich mit eigenen Sammlungen, Kunstmessen boomen und die Biennalen werden flankiert durch eine Unzahl von Partys, eine rauschender als die andere, sodass das Kunstwerk selbst schnell in den Hintergrund gerät. Die Gegenwartskunst ist hip, wie nie zuvor. Sie wird nicht zum Selbstzweck gesammelt oder unterstützt, sondern um sich damit zu zeigen.
Nun bildet ein verbindendes Element der bildenden Kunst, das sie Jahrhunderte hindurch dazu diente, die Macht, die Wichtigkeit, den Glauben, die Bildung ihres Auftraggebers zu demonstrieren. Denken wir an Cosimo de' Medici, der als einfacher Bürger die Kunst in Florenz florieren ließ und sich damit ein Denkmal nach dem anderen setzte. Donatello, Frangelico, Filippo Lippi, alle wurden in seinen Dienst geholt und schufen Zeugnisse seines Einflusses und seines humanistischen Selbstverständnisses. Heute liegt die Sache etwas anders. Vielleicht brauchen so viele Menschen Kunst, um sich unter ihresgleichen mit ihr zu schmücken, um sich selbst dazuzugehören, um selbst dazuzugehören und um selbst am Lifestyle teilzuhaben. Zurück zu den Künstlern heißt das: Wenn wir über die Notwendigkeit von Kunst sprechen, müssen wir uns auch klar machen, dass ihre Erschaffer oft die weniger rosigen Seiten der unbedingten künstlerischen Freiheit erleben. Dass sie aus einem inneren Antrieb heraus arbeiten, der oftmals nicht den ersehnten Durchbruch bringt, der zwar unbedingt ist, aber zum Broterwerb nicht taugt. Ein Horrorszenario. Nicht gesehen zu werden, bedeutet in der Kunst nicht in den Reigen der Drahtzieher einfallen zu können. Dennoch bleiben Künstler der Kunst treu. Und das können wir als Gesellschaft und als Rezipienten nicht hoch genug schätzen. Im Einklang mit der Äußerung Gombrichs, die den Künstler, seinen Impetus und sein Schaffen ins Zentrum stellt, wird mein heutiger Vortrag also drei Gegenwartskünstler und ihre Kunst, ihr künstlerisches Schaffen vorstellen. Die Reise führt uns nicht durch die Zeit, also wir bleiben in unserer Zeit, sondern durch die Welt. In die Tschechische Republik zu Kateřina Šedar, nach Island zu Egil Sæbjørnsson und in den Libanon zu Rabia Mouré. Alle drei Künstler greifen ganz unterschiedliche Themen auf. Sie nutzen ihre Kunst auf völlig unterschiedliche Weise und das bezieht sich sowohl auf sie selbst als auch auf die Rezipienten ihrer Arbeit. Aus welchen Motiven und mit welchen Resultaten, dies werden wir uns im Folgenden ansehen. Begeben wir uns nun in die Tschechische Republik. Dort sind wir visuell schon längst gelandet. Kateřina Šedar ist eine junge tschechische Künstlerin aus Brno und in den vergangenen Jahren hat sie immer wieder Arbeiten in dieser Stadt mit deren Bewohnern realisiert. Das Projekt, das ich Ihnen heute vorstelle, führt sie allerdings hinaus aus ihrer Heimatstadt Brno und zwar nach Nošovice, auch einer Stadt in der Tschechischen Republik. Nošovice zählt ca. 960 Seelen und ist als Ort ziemlich unspektakulär. Doch seine Lage ist außerordentlich. Es befindet sich inmitten von Feldern und Wäldern am Fuße der Beskiden. Diese Idylle suchte sich der Automobilkonzern Hyundai aus, um dort eine riesige Produktionsstätte zu errichten. Die erste in ganz Europa. Sie sollte nicht in irgendeinem Industriegebiet oder am Rande der Ortschaft entstehen, sondern mitten im grünen Herz von Nošovice. Sie sollte in eine bis dato intakte Gemeinde gepflanzt werden und dieser Plan spaltete diese in Befürworter und Gegner. Zusätzlich befeuert wurde die Situation dadurch, dass die Stadtverwaltung bereit war, jedem Bewohner des Ortes eine Abfindung zu zahlen, wenn alle Betroffenen ihre Grundstücke verkauften. Es entstand also, wie man sich unschwer vorstellen kann, ein enormer Druck auf die Betroffenen, die zum Teil von Nachbarn gedrängt, durch Drohbriefe verängstigt, einknickten und verkauften, wegzogen oder blieben und resignierten. Als Kateřina Šedar 2008 erstmals nach Nošovice kommt, teilt das Hyundai-Werk die Gemeinde buchstäblich. Und Sie sehen jetzt gleich einige Bilder von Nošovice bzw. Von dem Areal um die Hyundai-Fabrik herum. Um das Werksgelände sind hohe Mauern errichtet, das ursprüngliche Straßennetz und alte Verbindungswege sind gekappt und münden in Sackgassen. Um ihre Nachbarn zu besuchen, müssen die Einwohner der Ortschaft große Umwege um die Fabrik herum in Kauf nehmen,
anstatt wie früher den direkten Weg einschlagen zu können. Hier sehen Sie eine Luftaufnahme. Der Bau veränderte nicht nur die dörfliche Infrastruktur, sondern vor allem auch das bisherige soziale Gefüge. Das neue Wahrzeichen der Stadt, die Hyundai-Fabrik, wurde zum Haupthindernis für die Bewohner der Stadt. In den Gesprächen mit den Bewohnern von Noschowice hört die Künstlerin immer wieder diesen Ausspruch, ne das ist Vitit. Und an ihm hängt sie ihr gesamtes Projekt auf. Die Übersetzung ist schwierig und so erhalten die folgenden Projektschnitte die verschiedenen englischen und deutschen Übersetzungen der Redewendung. Zum Beispiel, it's too late in the day, no light, there's nothing you can do, bis hin zu that's the way the cookie crumbles oder die Suppe ist gegessen. Alle Übersetzungen drücken Aussichtslosigkeit und Resignation aus. Und hier setzt die Arbeit Katarzyna Szidas an. Aus der Beobachtung der herrschenden Situation entwickelt sie über Jahre hinweg, und der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, Strategien, um routinierte Handlungsweisen zu durchbrechen und gemeinsam mit den Bewohnern Alternativen zu erdenken. So sucht sie in Noschowice nach Wegen, die Menschen wieder miteinander in Kontakt zu bringen, sowie die als Fremdkörper und als Hindernis wahrgenommene Fabrik mittels neu erschaffener Symbole umzuwerten. Anstatt den Status quo zu dokumentieren oder gar zu kritisieren, möchte sie die Bewohner mit der eigenen Situation versöhnen. Und zwar, indem sie mit ihnen gemeinsam ein neues Wahrzeichen erschafft. Sie entwickelt im Laufe der Jahre unterschiedliche Strategien und nutzt verschiedene Informationen zu dem Ort. In Luftaufnahmen und auf dem Stadtplan zeigt sich das Werksgelände als Kreis. Die gekappten Straßen, die an ihm enden, erscheinen wie Strahlen. Das Problem wird in ein einfaches grafisches Zeichen transformiert, in eine Sonne. Licht spielt nicht nur in den genannten Übersetzungen eine Rolle, sondern ein früherer Name Noschowices war Podmenoschowice, Dorf in der Dunkelheit. Inmitten dieses Dorfes liegt nun das hell erleuchtete Hyundai-Werk. Der Kreis wird also zum Platzhalter für die Fabrik. Er teilt die Anwohner, da er hermetisch ist. Und die nun folgenden Aktionen nehmen den Kreis in seinem Charakter als Leerstelle auf und füllen ihn. Das passiert durch Katarzyna Szidas Anstöße und Aufgabenstellungen, doch wird von den Bewohnern selbst ausgeführt. So sollen die Bewohner von Noschowice Schritt für Schritt wieder an ihren Lebensraum herangeführt werden, ihn wieder als ihren eigenen annehmen. Und zwar, indem sie die Hyundai-Fabrik aktiv mit neuen Assoziationen besetzen und sie so in ein neues Wahrzeichen des Ortes verwandeln. Katarzyna Szida lässt von lokalen Näherinnen Dutzende weißer, runder Tischdecken anfertigen. Diese haben eine Besonderheit. Ihre Mitte besteht aus einem klaffenden Loch. Alle 200 Bewohner von Noschowice, Menschen von 3 bis 90 Jahre, erhalten nun folgende Aufgabe von Katarzyna. Steigen Sie in das runde Loch im weißen Stoff und stellen Sie sich vor, Sie stünden im Areal der Hyundai-Automobilfabrik. Also genau dort, wohin Ihnen der Zutritt jetzt verboten ist. Die Teilnehmer an der Aktion erhalten demnach Zugang zu einem Bereich des Ortes, der ihnen einst offen stand, mittlerweile aber versperrt ist. Es findet damit der erste Schritt zur friedlichen Rückeroberung des genommenen Areals statt. Die zweite Aufgabe lautet dann, versuchen Sie, von diesem Ort aus die Umgebung der Fabrik mit allen möglichen Details zu zeichnen. Die Kontaktaufnahme geht weiter, und zwar mittels Erinnerung. Auch wenn das Gelände quasi verloren ist, ist die Erinnerung geblieben. Ein Tatbestand, den kein noch so ambitionierter Konzern beeinflussen kann. Gemeinsam mit dem Betreten des Sperrbezirks macht sie die Bewohner von Noschowice zu Insidern, die die gemeinsame Geschichte verbindet. Und schließlich Aufgabe 3,
Wählen Sie einen Gegenstand aus, der Ihrer Meinung nach am besten in das Loch passt. Versuchen Sie, diesen Gegenstand gestalterisch so zu bearbeiten, dass er sich gut in die Umgebung einfügt. So gestalten die Menschen nach den Tischdecken auch Teller, Tellersets, Etageren, Hauben, noch viele unterschiedliche Gegenstände mehr. Und die meisten Gegenstände gehören auf den Tisch, haben also mit Essen, mit der Mahlzeit zu tun. Hier passiert nun etwas ganz Wichtiges. Nach all der Vorbereitung und Vorarbeit fordert Katarzyna Shedar jeden Bewohner von Noschowice auf, kreativ zu werden. Jeder erhält die Möglichkeit, dem Status quo etwas entgegenzusetzen, und zwar etwas selbst Ausgewähltes, etwas Selbstgestaltetes und damit etwas Eigenes. Ästhetik, Ideen, Utopien, alles ist möglich. Symbolisch lässt die Künstlerin die Ortsbewohner wieder zu Herren und Gestaltern ihrer Situation und Ortschaft werden. Sie gibt ihnen damit den Einfluss, Entscheidungsgewalt, also ganz kurz ihre Freiheit zurück. Und zwar nicht in Form einer politischen sondern in Form einer kreativen Handlung. Selbstwirksamkeit spielt in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle, denn diese hatten die Bewohner von Noschowice mit der Implantation des Automobilwerkes und der Zerstörung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes seitens der Gemeindeverwaltung verloren. Nach dieser Etappe ist das Projekt aber noch längst nicht beendet, denn nun entsteht eine meterlange weiße Tischdecke mit zahlreichen Löchern. Die Aufgaben sind dieselben. Betretet das Loch, zeichnet, was ihr um das Hyundai-Werk herum gesehen habt, integriert ein selbstgestaltetes Objekt. Das ist jetzt ein Ausschnitt von der langen Tischdecke und hier ein Blick auf die lange Tischdecke mit Tafel und drumherum einige von den Hunderten von runden Tischdecken mit Loch in der Mitte. Der große Unterschied zu den vorherigen Tischdecken eben und zu der vorherigen Aufgabe liegt hier nun in der Art des Tisches. Nicht vereinzelte, sondern eine lange Tafel, an der viele Personen Platz nehmen können zu einem gemeinsamen Mahl und sich so miteinander verbinden. Denn die Frage, die sich Katarzyna Shedar nun stellte, lautete, wie kann das neue Wahrzeichen erhalten bleiben, aber von allen Beteiligten und allen Seiten erreicht werden? Wo können sich Gegner und Befürworter treffen? Die Antwort lautete, an einem großen, geteilten Tisch. Auf konservativen Wegen kann das Hindernis also nicht ausgeräumt werden. Das Werk selbst wird nicht geschlossen, abgerissen, wird nicht durchquerbar werden. Es müssen neue Möglichkeiten her. Und darin liegt die Stärke dieses künstlerischen Unterfangs, in der Chance, andere und stets neue Werke zu ersinnen. Und durch die Beschäftigung mit ihnen, die Wahrnehmung der Menschen langsam zu beeinflussen, nämlich ihre Haltung zu verändern. Katarzyna Shedar setzt in dieser und vielen anderen Arbeiten an den zwischenmenschlichen und architektonischen Hindernissen an, um sie auf unterschiedliche visuelle und performative Weise zu überwinden und die Menschen wieder miteinander in Kontakt zu bringen. Ich möchte hier noch einen weiteren Baustein bzw. das Medium, in dem weitere Schritte festgehalten sind, ein Künstlerbuch zu dem Projekt einbringen. I'm trying to steal it back. In ihm sind Gedankengänge in Form von Gesprächen zwischen Katarzyna Shedar und dem tschechischen Autor Aleš Pálán gesammelt. Die Näheren der Tischdecken kommen zu Wort. Wir lesen von den Bewohnern von Noschowice und deren Auseinandersetzung mit weiteren Aufträgen. So entwickelte die Künstlerin verschiedene Aufgaben für Kinder und Jugendliche. Zum Beispiel: On the tablecloth you painted your surroundings. This time we want to talk about you, about your surroundings. Katarzyna and I have chosen some words that she associated with Noschowice in some way. There are 42 of them.
Annoy, around, backsides, black, change, cool, family, field. So geht's weiter. Shadow, sun, table, tablecloth. There isn't nothing there, through, umbrella, and useless. Now we are going to work with these words. Was daraus entsteht, sind verschiedene Geschichten von den Kindern und Jugendlichen. Das sind Kinder von der 4. bis zur 9. Klasse, die sie aus diesen Textbausteinen, aus diesen einzelnen Worten zusammenschreiben. Ich lese Ihnen jetzt einen exemplarisch vor, es gibt eine wunderbare Sammlung. It's still raining and I'm waiting for a sign that the sun would dare to come out after so many days. I look out of the window and watch the raindrops on the road making a large puddle. And the soaked soil in the field which the rain has turned into mud. It's overcast and the atmosphere is gloomy and gray. I take my umbrella and go outside for a walk in the bad weather. I step around the puddles and try to look at my surroundings which have been ruined by this weather. I came unexpectedly, like a never-ending storm. I can see that the miserable scarecrow in the field would also like a break and that he hopes, like me, that it'll finally end. Die Kinder und Jugendlichen haben also sich auf eine kreative, schriftliche Ebene begeben und das Problem der Hyundai-Fabrik, so angegangen. Und es gibt noch andere Beispiele, die in diesem Buch versammelt sind. Zum Beispiel, dass aus diesen insgesamt sind es 42 Wörter, dass aus diesen 42 Wörter 8 Wörter rausgesucht werden sollten, die Erwachsenen im Zusammenhang mit diesem Buch, in der Produktion dieses Buches, nicht benutzen durften. Und die Kinder sollten sagen, weshalb sie die nicht benutzen durften. Oder eine andere Aufgabe, macht aus diesen Wörtern ein weiteres Spiel. Katarzyna Szedás Projekt ist das erste Beispiel dafür, dass Kunst einen wichtigen Beitrag dazu leisten kann, mit dem Leben klarzukommen. Und noch dazu eines, das zahlreiche Personen, eine ganze Ortschaft einbezieht. Kunst ermöglicht hier ganz aktiv eine Auseinandersetzung mit der eigenen Lebenssituation und ermöglicht durch andersartige Umgangsformen einen Umgang mit ihr. Katarzyna Szedás initiiert eine positive Auseinandersetzung mit einem negativ besetzten, als verloren empfundenen Ort. Damit geschieht nicht weniger als die friedliche Besitznahme des ureigenen Stadtraumes. Wer wissen möchte, wie es mit dem Projekt weiterging, in einem nächsten Schritt, dem empfehle ich, dieses Buch hier sich anzuschauen oder im Nassauischen Kunstverein in Wiesbaden zu erwerben. Die Suppe ist gegessen. Das ist der nächste Schritt, in dem Rezepte entstehen, entwickelt von Wiesbadener und Noschowitzer Köchen und angeordnet werden diese Gerichte auf dem Teller und wie Sie sich denken können, der Teller hat eine runde Form, also ist das die Leerstelle der Fabrik von Noschowitzer. Kommen wir zum nächsten Beispiel. Wer im letzten Herbst die Kunsthalle Mainz besucht hat, konnte das Werk dieses Künstlers in ganzer Breite aufnehmen. Rabih Amroei. Rabih Amroei wird 1967 in Beirut geboren. Dort verbringt er den Großteil seines Lebens, bis auf eine kurze Zeitspanne. Während des libanesischen Bürgerkriegs, der 1975 bis 1992 wütet und auch in den Folgejahren immer wieder aufflammt, zieht er kurzzeitig mit seiner Familie in einem Dorf im Südlibanon. In Beirut studiert er später Theaterwissenschaft und lebt dort, bis er vor wenigen Jahren nach Berlin zieht. Rabih Amroei ist ein Wandler zwischen den Welten. Nicht nur zwischen dem Libanon und dem Westen, sondern auch der bildenden Kunst und dem Theater. Er ist bildender Künstler, Performer, Schriftsteller
und Gründungsmitglied des Beirut Art Centers. Lange Jahre liegt sein Fokus auf Bühnenstücken, auf Lecture-Performances, die er im Theaterkontext aufführt. Seit 1990 schreibt und inszeniert er eigene Stücke. Er ist einer der prominentesten Vertreter, der in den 90er Jahren, also nach dem offiziellen Ende des libanesischen Bürgerkrieges, in Beirut aufblühenden Kunstszene. Gemeinsam mit Walid Rad, der Atlas Group oder Akram Zatari prägt er die Kunstszene seiner Heimatstadt und arbeitet an deren internationaler Wahrnehmung. Spätestens seit der vergangenen Documenta 2011 ist er einem breiten internationalen Publikum bekannt. Viele Besucher sahen und erinnern seine eindrückliche Arbeit im Kasseler Kulturbahnhof. Die anderen lasen von ihr in der Berichterstattung. Ich spreche von dem Werk The Fall of a Hair, eine mehrteilige Arbeit, von der ich näher auf Pixelated Revolution eingehen werde. Sie basiert auf einem Handyvideo, auf das Rabia Mrouet im Internet stößt. Die Videos stammen aus der Zeit, in der die syrischen Proteste gegen das Regime noch friedlich sind. Ohne Waffeneinsatz erfolgen. Assad hingegen geht streng gegen diese Protestgruppen vor. Er setzt das Militär und Waffengewalt ein und lässt auf die Versammelten schießen. Das Handyvideo, von dem hier die Rede ist und das den Kern der Arbeit bildet, zeigt eine kurze Aufnahme des Protests. Dann schwenkt es zu einem Gebäude hinüber, auf dem ein Scharfschütze in die Menge schießt. Plötzlich richtet der Schütze das Gewehr auf den Filmenden. Es gibt einen Moment des direkten Augenkontaktes, dann schießt er, das Handy fällt auf den Boden und die Aufnahme endet. Wir gucken uns die ersten Minuten des Filmes jetzt mal an. Kann das Licht ein bisschen dunkler gemacht werden? Ich glaube, der Kollege ist gerade weg. Dann machen wir das jetzt im Hellen und hoffen, dass es... Okay. Ah, es geht ja, oder? Man kann gut sehen. Ach, Moment. Ich muss ja auch noch hier. Ist okay. So. Syrian protesters are reporting their own deaths. This sentence really struck me. I thought, how could the Syrians be documenting their own deaths when they are struggling for a better future? When they are revolting against death itself, both moral and physical death? When they are fighting for life itself? Are they really shooting their own deaths? The idea intrigued me. This is how I found myself on the internet, navigating from one site to another, searching for facts, evidence that could tell me more about death in Syria today. I wanted to see and I wanted to know more. Although we all know that this world, the world of the internet, is constantly changing and evolving. It's an impure and corrupt world, full of rumors and unspoken words. Nevertheless, it's still a world of temptation and seduction, of lust and deceit and of betrayal. In this world, I found a lot of material. But what struck me was a very special video. I gave it this title, Double Shooting. This video was the catalyst of this presentation. Double shooting. One person is shooting with a camera and the other is shooting with a rifle. One shoots for his life and the life of his citizens, and the other shoots for his life and the life of his regime. How can we read this video? The duration of the video is 1:23. The shot is taken from one of the upper floors of the building in a residential neighborhood. It's clear that the Syrian cameraman is filming from the window or balcony of an apartment. He is standing inside the apartment,
holding his mobile phone in his hand and filming what's happening outside. The film starts with the sound of a gun being shot, followed by a series of images of rooftops, balconies, walls, windows, and different buildings. The unseen cameraman makes a fast-paced introduction. Suddenly, the eye spots a sniper hiding in the street, lurking behind the wall of the building in the right-hand corner. The eye loses the sniper. It tries to spot him again. It hovers left and right, up and down, nothing, nothing, nothing. And then he is, in the street, still there, standing and holding his rifle. The image is shaking, as if the viewer's eye cannot believe what it's seeing. Suddenly, the sniper sees the eye watching him. An instant, the eyes of the two men meet, eye contact. Then, without the slightest hesitation, the sniper lifts his gun and aims at the eye. He shoots and hits his target. The eye falls to the ground, turned upwards towards the ceiling of the room. The voice of the cameraman who was hit is heard saying, "I am wounded. I am wounded. I am wounded." Then, nothing. Complete silence. The image stops. Is he dead? We don't know. Okay. Aus diesem gefundenen Material entwickelt Rabia Moe die Videoarbeit Pixelated Revolution. Ausgehend von der Videosequenz analysiert er sie und zerlegt sie Schritt für Schritt. Und da passiert das, was Rabia Moes künstlerische Arbeit auszeichnet. Er verstrickt ein faktisches Dokument mit einer selbstentwickelten Theorie. Er wirft Fragen auf, Zweifel, folgt unterschiedlichen Fährten. So zum Beispiel der These, dass sich das Letzte, was ein Lebender sieht, auf der Netzhaut einbrennt und von der Pupille aus lesbar ist. Das hieße, dass sich in den Augen des Erschossenen das Aussehen des Mörders einbrennen würde. Oder er spricht von dem zweifachen Erschießen, dem Double Shooting. Einmal digital, vermittelt durch die Handykamera, einmal analog, erfahren am eigenen Körper. Dann fragt er weiter, warum bleiben die Protestler und filmen, wenn doch eine Gefahr für ihr eigenes Leben besteht? Warum halten sie still, wenn sich eine Waffe auf sie richtet? Ein Grund dafür könnte darin liegen, dass sie den Schützen nicht direkt, also nicht mit ihren eigenen Augen sehen, sondern durch das Handy hindurch. Es ist, als schauten sie einen Film, ein kleiner Fernseher in ihrer Hand, der vorspielt, nicht selbst betroffen zu sein, sondern lediglich Zuschauer. Schließlich heißt es, Zitat, ein Freund von mir fragte mich, wenn der Kameramann getötet wurde, während er filmte, wie konnten wir dann das hochgeladene Video im Internet sehen? Wer hat es hochgeladen? Der erste Gedanke, der einem in den Kopf kommt, ist, dass einer seiner Freunde oder jemand aus seiner Familie das Handy aufgehoben und das Video ins Netz gestellt hat. Möglich. Das ist alles noch Zitat. Ich persönlich bevorzuge zu glauben, dass der Kameramann nicht tot ist. Was der Kameramann miterlebt hat, ist genau dasselbe, was er in dem Moment aufgenommen hat. Es ist also dasselbe, was wir auch erleben, wenn wir das Video ansehen. Unsere Augen sind eine Verlängerung der Augen des Kameramannes und seine Augen eine Verlängerung der Linse des Handys. Logischerweise hat die Kugel, als sie die Linse getroffen hat, auch das Auge des Kameramannes und unsere Augen getroffen. Metaphorisch sollen wir getötet werden, sobald wir uns das Video ansehen. Aber da wir nicht getötet werden, nachdem wir das Video angesehen haben, nehme ich an, dass der Kameramann auch nicht getötet wurde. Und mein Beweis dafür ist, dass sein Handy nicht tot ist und dass alle Fotos gesichert sind.
und nicht getötet wurden. Denn wir haben sie gesehen und sind immer noch in der Lage, sie uns jederzeit anzusehen. Immer und immer wieder, zu jeder Zeit. Aber wenn wir uns einig sind, dann lasst uns nicht all die anderen Bilder und Videos vergessen, die wir nicht gesehen haben. Die, die niemand gesehen hat. Die, die nicht hochgeladen wurden. Wahrscheinlich gingen sie verloren, weil ihre Besitzer oder zumindest deren Bilder ausgelöscht wurden. Während des libanesischen Bürgerkrieges habe ich mich immer gefragt, woher nehmen wir diese Sicherheit, dass wir Kriege und deren Gräueltaten überleben können? Woher nehmen wir den Glauben daran, dass Katastrophen nur anderen passieren? Der Einzelne fühlt keine Angst, solange er nicht selbst vom Krieg verwundet oder vom Tod aufgesucht wurde. Zitat Ende. Pixelated Revolution ist eine Recherche zum Krieg der Bilder. Mobiltelefone nehmen Fotos oder Filme auf, die über virtuelle Kommunikationsplattformen geteilt und verbreitet werden. Sie helfen dabei, Informationen und Mobilisierung von Menschen voranzutreiben. In unserer Gegenwart werden die Handys der Demonstrierenden und das Internet zu unseren Waffen. Aber mit Pixelated Revolution hinterfragt Rabia Morea auch den Wahrheitsgehalt von Informationen. Er leitet eine Theorie her, die er im nächsten Moment mit einer neuen überschreibt. Er inszeniert sich wie ein wissender Dozent, zeigt aber gleichzeitig, wie fragil sein Wissensgebäude ist. Dieses Misstrauen gegenüber gestreuten Bildern und Nachrichten ist fundamental für Rabia Moues Œuvre. Er hinterfragt deren Wahrheitsgehalt und verfolgt, wie mittels gestreuter Bilder und Nachrichten die Geschichte eines Landes neu geschrieben wird. Gleichzeitig strickt er selbst aktiv an Geschichte und Gegenwart mit, indem er mit seinen Werken seine eigene persönliche Sicht auf Geschehnisse und Entwicklungen verbreitet. Ich hoffe, Ihnen wird immer klarer, weshalb wir die Kunst brauchen und weshalb die Kunst dabei hilft, mit dem Leben klarzukommen. Das Beispiel von Rabia Moues zeigt uns das ganz deutlich, weil die Kunst ausspricht, was unaussprechlich ist, weil sie das nicht mittels einer Dokumentation tut, sondern mit künstlerischen und ästhetischen Mitteln. Inhaltlich beschäftigen sich Moues Arbeiten mit den politischen Entwicklungen im Libanon und dem Nahen Osten. Bilder von Krieg und Terror, persönliche Erlebnisse und deren Auswirkungen auf das Individuum bilden ein wiederkehrendes Thema. Dabei entstehen nie dokumentarische Werke, ganz im Gegenteil. Aus gesammelten Fakten entwickelt er komplexe Erzählungen, in denen er fiktive Elemente mit realen Geschehnissen und persönlichen Erlebnissen verwebt. Schreckensmeldungen, Gewalttaten, grauenhafte Bilder zieht er aus ihrem Kontext und verbindet sie mit Schilderungen, die zwar sachlich erzählt, doch bis ins Legendenhafte reichen. Er setzt damit der Nüchternheit von Tatsachenberichten und Bildern aus Zeitung, Funk, Fernsehen oder dem Internet eigene Geschichten entgegen. Interpretationen der Ereignisse und seine eigene Sprache. Er zeigt also nicht das Echte, sondern stört den gleichförmigen Nachrichtenfluss durch den Abbau von Ideologie, Authentizität, Autorität und Linearität. Erst dadurch entsteht im Rezipienten die Frage, stimmt das, was wir da sehen und hören? Ist das, was wir sehen, echt oder nicht? So beginnen wir zu denken, wir als Betrachter, und werden vom distanzierten Beobachter zum berührten oder zum involvierten Zuschauer. Für Rabia Moues persönlich bildet die Kunst darüber hinaus einen Weg, sich mit den eigenen Traumata auseinanderzusetzen und sie auszuradieren. Er stellt Erinnerungen, die ihn erschöpfen, öffentlich zur Schau, um sich von ihnen durch den Akt des Teilens zu befreien. Er arbeitet also, um zu vergessen, nicht um zu erinnern. Die Kunst bildet dabei sein Podium, den Ort, an dem er sich frei äußern kann, an dem er seine Versionen von Ereignissen schildern kann, ohne dafür bestraft zu werden. Dass sie sich eben nicht, in seinem Fall besonders wichtig, mit der offiziellen Landeslesart decken.
Er lehnt sich gegen die Manipulation von Informationen zugunsten einer einförmigen Darstellung der Geschichte auf und stellt dagegen die Frage, wie greifen durchlebte, geschilderte und erfahrene Lebensrealität ineinander? Oder wie kann sich Individualität entfalten, wenn das Leben in steter Gefahr und Bedrohung, wenn sich das Leben in steter Gefahr und Bedrohung befindet? In der Kunst können diese Fragen gestellt, kann an Stereotypen gerüttelt werden. Sie bildet eine Plattform für den Austausch von Gedanken, Ideen und Zweifeln und kann motivieren, Dinge anders herumzudenken. Denn sie gibt uns den Raum und die Zeit, langsamer zu werden und nachzudenken. Ich schließe nun ab mit dem Werk der letzten Künstlerpersönlichkeit für heute. Und dabei handelt es sich um Out of Control in Venice von Egill Sæbjørnsson, dem isländischen Beitrag zur diesjährigen Biennale in Venedig, den ich kuratiert habe. Und hier nun stillt die Kunst ein ganz anderes Bedürfnis, ein elementares Bedürfnis des Menschen, nämlich seinen Durst nach Fantasie. Sie merken, die drei Beispiele, die ich ausgesucht habe, sind sehr unterschiedlich. Wir begeben uns in die Welt zweier Trolle, von Ug und Boga. Und Sie werden sich wundern, dass diese Welt unsere Welt ist. Alles beginnt, im Hintergrund ist der Künstler zu sehen, im Vordergrund Ug und Boga. Alles beginnt im Jahr 2008 mit einem zufälligen Treffen. Out of Control in Venice speist sich aus der gemeinsamen Geschichte von Egill Sæbjørnsson, Ug und Boga. In dem Moment, in dem ein Mensch und zwei Sagengestalten aufeinandertreffen, werden zwei Welten zu einer. Niemand weiß, was Ug und Boga dazu bewegte, in das Leben des isländischen Künstlers zu treten. Anfänglich wollten sie ihn noch fressen. Doch dann wurde ihnen schnell klar, dass Menschen Dinge wissen, von denen Trolle keine Ahnung haben. Das machte sie neugierig. Und so beschlossen sie, sich lieber mit Egill anzufreunden, als ihn aufzufressen. Monate vergingen und langsam veränderte sich das Verhältnis der drei. Sie verbrachten immer mehr Zeit miteinander. Egill genoss seine Treffen mit den Trollen. Sie hatten andere Ideen als er. Eine andere Sicht auf die Welt. Auch wenn ihre Manieren oft zu wünschen übrig ließen, mochte er ihre Gesellschaft. So wie Ug und Boga von Egill lernten, erfuhr auch er sehr viel über sie und das Leben von Trollen. Die Trolle begleiteten Egill auf seinen Gängen durch Reykjavik und bald auch auf seinen Reisen. Sie ließen ihn nicht mehr aus den Augen und machten sich in seinem Leben immer breiter. Schleichend waren sie bei Egill eingezogen, und ein Auszug war nicht mehr zu denken. Eines Tages standen sie vor seinem Studio in Berlin. So kamen sie zur Kunst und begannen nachzuahmen, was Egill als Kunstmachen bezeichnete. Während der gemeinsamen Zeit im Studio entwickelten sie schließlich ihren eigenen Stil. Das war die Zeit, in der ich Ug und Boga erstmals begegnete. Egill und ich arbeiteten an dem Projekt für die Biennale. Obwohl wir damals bereits darüber nachdachten, die beiden Trolle einzubeziehen, war die Überraschung groß, als die beiden 36 Meter großen Hünen im Innenhof des Berliner Plattenbaus auftauchten. In den folgenden Monaten entschloss Egill sich dann, den isländischen Pavillon an Ug und Boga abzutreten. Oder besser, es blieb ihm nichts anderes übrig. Denn die Trolle waren sehr eifersüchtig und bedrängten ihn, selbst auszustellen. Die Situation drohte, out of control zu geraten. Also reisten wir auf getrennten Wegen nach Venedig. So nochmal. Hoppla. Ja.
Wir bezogen Quartier auf der Giudecca, arbeiten für, an und mit dem Pavillon. Die Trolle hatten eine ganz besondere Idee für ihn. Sie entwickelten ein interaktives, partizipatorisches Werk. Doch dieses lebende und bis Ende November noch lebende und funktionierende Café, das sie entwickelten, dient nicht nur der Erholung und der Muße der Besucher und Gäste des Cafés. Es bildet die Methode der Trolle ab, ihren eigenen unersättlichen Hunger auf unterschiedliche Menschen, Aromen, Anschauungen und Informationen zu stillen. Wir schauen jetzt mal rein in den isländischen Pavillon, für diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben. Insgesamt sind es 14 Minuten. Ich habe Ihnen jetzt einen kurzen Auszug gezeigt. Wenn es am Ende noch Zeit ist oder kein Redebedarf, kann ich gerne noch mal weiterhören. Also es geht eben darum, um diesen Akt des Konsumierens und auch um die Fragen, wer konsumiert eigentlich wen was. In diesem Fall kommen ja die ahnungslosen Biennale-Besucher in den Pavillon, bekommen einen Kaffee, gehen dann hinein, einfach weiter und finden sich hinter diesen Löchern wieder, in einem Kopf von zwei Trollen, eben die einander gegenüber stehen und darüber sprechen. Ein Gesprächsthema ist natürlich, wie Sie gehört haben, wie viel Sie essen konnten und eben auch hiermit die Frage, die angerissen ist oder auch die da ganz deutlich auch zu hören ist, wer hat eigentlich die Kontrolle über was? Und wo hört die menschliche Existenz, die Existenz der Fantasie, die Existenz der Kunst auf und wo beginnt sie?
Und während der Arbeiten am Pavillon haben sich Ug und Buga immer wieder davon gestohlen und sich auf eigene Abenteuer in der Stadt in Venedig erlebt. Das, was ich Ihnen hier zeige, diese zwei kurzen Sequenzen, sind Filme, die wir auf Facebook-Accounts der Trolle eingespeist haben, im Vorlauf zu der Biennale, denn unsere Idee und unser Ziel war ja tatsächlich, versuchen, die Trolle zu einem Bestandteil unseres Lebens zu machen, beziehungsweise zu einem Bestandteil der Leben der Biennale-Besucher. Und die Frage ist ja, wodurch geht das? Und das geht natürlich durch Präsenz in den Social Media. Ja, also das, um einen kleinen Einblick Ihnen zu geben, was die Trolle gemacht haben, wenn sie nicht im Café oder als Café verkleidet auf Besucher gewartet haben und während wir im Pavillon arbeiteten, wie sie die Stadt unsicher gemacht haben. Ich selbst helfe bis heute Ejit dabei, die Trolle und ihre ungebremste Kreativität zu bändigen. Denn sie sind auf vielen Gebieten ausgesprochen kreativ. Sie trainieren ihre Hände, die sie als Formwandler auf menschliche Größe schrumpfen lassen können, im Töpfern, indem sie Sets aus Tassen und Untertassen in menschlichen Dimensionen zu formen lernten. Eine Hommage an den Kaffee, den sie so lieben. Sie haben ja immer wieder in dem Video auch diese kleinen linkisch geformten Tässchen gesehen. Sie entdeckten ihre Liebe zur Musik und nahmen zusammen mit Ejit ein Album auf. Dieses enthält 13 Aufnahmen mit ihrem Geheul und Stücken für ihr eigenes Trollinstrument, einem großen Holzstock, mit dem sie auf den Boden schlagen. Und sie haben Freude daran, sich in Schale zu werfen und weckten durch ihren außergewöhnlichen Stil das Interesse der isländischen Modeschöpferin Eygló. Diese ließ sich von der besonderen Ästhetik der Trollschöpfungen zu einer Modekollektion inspirieren, die dann natürlich auch im Rahmen einer Modenschau zur Eröffnung des Pavillons präsentiert wurde. Hier sind nochmal die Tassen und hier einige Stücke aus der Modekollektion, ein Springseil. Ups. Das ist ein Kleid mit angenähten Trollklauen. Es gibt Out of Control Pullover, eine Tasche hier mit einer Trollklaue und Pferdehaar und noch ein anderes Kleid. Und sie entwickelten zusammen mit dem Parfümeur Gesa Schön ihren eigenen Duft, eine Essenz des Trollseins mit Inhaltsstoffen wie Nuklearabfällen und Walkotze. So. Oh, jetzt ist der Ton schon wieder weg. Na, den muss ich Ihnen zeigen. Tut mir leid. Das müssen Sie jetzt aushalten. Moment, ich habe keine. Ah, ich habe ihn. Naja. Yes, 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 yes.
Dies alles können Sie im isländischen Pavillon sehen, auf Social-Media-Kanälen verfolgen und in einem Webshop erstehen. Und wenn ich richtig informiert bin, entwerfen die Trolle gerade eine Schmuckkollektion, denn sie lieben alles, was glänzt, die in der Galerie I8 in Reykjavik vorgestellt wird. Obwohl sich Ug und Bogas Vorlieben stets erweitern und wandeln, eines wird sich nicht ändern. Wo immer sie auftauchen, stiften sie Verwirrung. Es wird sich auch nicht ändern, dass sie ihren Wirkungskreis immer weiter vergrößern. Denn sie beziehen mehr und mehr Personen, anfangs aus Ayles Umfeld, dann zunehmend Fremde in ihr Treiben ein. Sie ziehen uns in ihren Kosmos und landen damit mitten in unserer Welt. Mit ihren Äußerungen, Ideen, Erzeugnissen und ihrer Ästhetik infiltrieren sie unsere Gedanken. Erst dadurch beginnen sie Wirklichkeit zu werden. Wo wir auch hingehen, die Trolle sind bereits da. Sie sind allgegenwärtig. Wie sehr? Das sehen Sie am besten auf der Karte der globalen Trollpopulation. Die lasse ich jetzt einfach hier laufen und ist auch ohne Ton. So fantastisch und archaisch diese beiden Kreaturen auch erscheinen, so eng sind sie mit unserer gegenwärtigen Lebenswelt verbunden. Trolle zeigen sich in abgründigen Seiten der Persönlichkeit. Als aus der Gesellschaft gefallene oder getarnte Störenfriede innerhalb einer Netz-Community. Das Wesen von Trollen entfaltet sich erst innerhalb eines Kollektivs. Dort wird es sichtbar, indem sie absichtlich Regeln verletzen und den Konsens der Gruppe stören. Dies alles tun sie zwar innerhalb der Gemeinschaft, doch als isolierte Akteure. Ug und Buga nutzten einige der genannten Strategien, doch durchbrechen sie ihre Außenseiterrolle und treten mit uns in Kontakt. Sie klinken sich in das venezianische Leben ein und nutzen die Biennale, um unter Menschen zu kommen. Mit Out of Control in Venice treibt Ayel Sapienson nicht weniger als die Entgrenzung der für real erklärten Welt voran. Für und in Venedig, einer geradezu unmöglichen Stadt, schafft er ein Setting, das ebenso zeit- und raumlos, außergewöhnlich und unwirklich erscheint. Doch es wird zu unserer Wirklichkeit. Unbemerkt wachsen wir über den Status des passiven Beobachters hinaus und zum Teil des Kunstwerkes heran. Wir konsumieren selbst, aber werden gleichzeitig verschlungen. Während wir die Aktivitäten der Trolle verfolgen, werden wir selbst verfolgt. Nicht wir suchen die Berührung mit dieser Welt zwischen Imagination und Wirklichkeit, sondern werden von ihr eingesogen. So wie wir das Werk in uns aufnehmen, verbleibt sich das Werk in uns ein. In dem Moment, in dem wir das Werk aufnehmen und verarbeiten, macht uns das Werk zu einem Teil von sich. Hier wird noch einmal ganz deutlich, dass Ayel Sapiensons Kunstauffassung unglaublich radikal und allumfassend ist, so verspielt und humorvoll sie eben auch ist. Die Kunst ist seiner Meinung nach eine eigene Spezies und befindet sich überall um uns herum. Sie führt kein Paralleldasein, sondern bildet einen Teil unserer Welt. Die konsumierenden Trolle stehen für diese permanente Durchmischung von Kunst und Mensch, aber auch für die Autonomie von Kunst. Ayel Sapienson bezeichnet das Kunstwerk als eine Gemeinschaftsarbeit zwischen dem Künstler und seinem Medium. Das Resultat, also das Kunstwerk, ist eine Symbiose des Seins des Künstlers und des Seins des Materials. Die Kunst wirkt für ihn als eine lebendige, tätige Kraft in der Welt. Zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten geht sie eine Verbindung mit verschiedenen irdischen Körpern ein. Sie führt demnach ein Dasein, das sich eine gewisse Unabhängigkeit vom Künstler bewahrt. Kunst also im Sinne einer Kraft, die sich mit dem schöpferischen Genie etwa Da Vinci verbindet, aber auch mit den gestreiften Körpern von Zebras, der anmutigen Biegung eines der Sonne entgegenstrebenden Pflanzenstängels, den Schatten von Granit oder Trollen. Drei Künstler, drei Werke, drei Zugänge zur Welt. Drei Belege für die Relevanz von Kunst für den Menschen, sowohl für den Kunstschaffenden als auch für den Kunstkonsumierenden. Alle drei vorgestellten Künstler haben ganz eigene Formen der künstlerischen Äußerung entwickelt und zielen auf verschiedene Bedürfnisse des Menschen ab. Seien es der Umgang mit Schwierigkeiten und die Verortung innerhalb der Gesellschaft, die Verarbeitung von Traumata und das Plädoyer für die freie Äußerung
oder die Stimulation der Fantasie und damit der Kraft Kunst im Menschen. Die schottische Schriftstellerin A.L. Kennedy bezeichnet die Künstler in ihrem Essay »Wo die Kunst versagt, versagt der Mensch« als Wächter der Fantasie, des Denkens und Nachdenkens, der Kultur. Ihnen kommt damit eine zentrale Rolle und Verantwortung zu, angesichts gegenwärtiger Entwicklungen, Missstände und Ereignissen. Ihr Handlungs- und Wirkungsfeld bildet die menschliche Vorstellungskraft. Und das bedeutet, Ihr Arbeiten beeinflusst die Gesellschaft, ist lebenswichtig. In diesem Zusammenhang bezeichnet sie die Künstler als freiwillige Migranten. Eine wunderbare Bezeichnung, finde ich, die nicht nur inhaltlich absolut zeitgemäß ist, sondern auch formal treffend. Künstler bewegen sich kontinuierlich als Migranten, indem sie aus den festgeschriebenen, erfahrungsbestimmten oder vorurteilsgeprägten Regionen des Geistes emigrieren. Ihre Vorstellungskraft macht das möglich und nötig. Und wir haben die Chance, auf diese Migrationsbewegung aufzuspringen, uns mitnehmen zu lassen auf unbekanntes oder zumindest ungedachtes Terrain. Schließlich belegen auch immer wieder wissenschaftliche Studien die Relevanz von Kunst. Körperliche und mentale Aktivität stehen erwiesenermaßen in einem engen Verhältnis. Und so soll der Besuch von Ausstellungen, das Anschauen eines Kunstwerkes nicht nur zu einem besonderen körperlichen zu einem besseren körperlichen Gesundheitszustand führen, sondern auch das Risiko von Angstzuständen und Depressionen vermindern, sogar ganz allgemein zu einer größeren Lebenszufriedenheit führen. Ich kann Sie daher nur alle beglückwünschen zu der Entscheidung, heute hierher zu kommen, hierher gekommen zu sein, in den Hörsaal der Chirurgie, sich mit Kunst auseinanderzusetzen, und mein Plädoyer und die Bitte, bleiben Sie bei der Kunst, fordern Sie Ihren Geist heraus, sorgen Sie weiterhin für eine Steigerung Ihres körperlichen und mentalen Wohlbefindens. Dankeschön. Achso, gibt es Fragen? Der Vortrag war so beeindruckend, dass wir erstmal verstummt sind nach dem Motto, wo die Kunst versagt, versagt der Mensch. Wir versagen mit unseren Fragen, aber vielleicht fällt doch einem der Teilnehmer eine Frage ein. Vielleicht hat sie etwas befremdet bei dieser ganzen Angelegenheit, dann scheuen Sie sich nicht, das zu sagen. Also ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten mit Kunstwerken, die sich nicht selbst erklären. Das erste Beispiel, was Sie erwähnt haben, ist ja so, dass es sich nicht erschließt, wenn ich jetzt nur den Tisch mit den Tischdecken angucke, ohne dass ich mich über den Hintergrund informiere. Und das wirkt auf mich mehr wie so eine Performance als wie ein Kunstwerk. Was ist da Ihre Meinung dazu? Also erstens ist es auch eine Aktion, und eine Aktion kann durchaus ein Kunst oder ein, das Resultat dieser Aktion ist das Kunstwerk, aber die Aktion ist die künstlerische Äußerung, der künstlerische Beitrag. Das dazu, also haben Sie richtig bemerkt. Und ich meine diesen Vorwurf, Kunst erschließt sich nicht von selbst, insbesondere Gegenwartskunst. Das ist natürlich ein Vorwurf, den hört man fast täglich, wenn man mit Besuchern oder mit gerade eben auch oftmals Nicht-Besuchern von Kunstausstellungen spricht. Aber es ist auch eine meiner Meinung nach viel zu hohe Anforderung. Warum sollte man etwas verstehen, mit dem man sich nicht befasst, mit dem man sich nicht auseinandersetzt? Das erwartet man ja auch sonst nirgends. Also wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie irgendwo hingehen und eine Suppe vorgesetzt bekommen, wissen Sie auch nicht sofort, welche Zutaten in dieser Suppe sind, wenn Sie Ihre Geschmacksnerven nicht vorher an die Zutaten herangeführt haben. Dann können Sie das auch nicht identifizieren. Ich finde immer, das ist so ein Vorwurf, der die Kunst zu Unrecht trifft, der Kunst auch immer wieder vorgehalten wird. Und wir versuchen natürlich, und auch jeder Institutionelle, denke ich, diesen Vorwürfen oder diesen Ansprüchen insofern entgegenzutreten,
kommen, dass wir viele Führungen anbieten, dass wir zu jeder Arbeit eine kleine Einführung beigeben, also in einer gedruckten Broschüre, die jeder Besucher bekommt und so weiter. Also es ist tatsächlich so, dass man, wenn man sich nicht mit Kunst oder auch Gegenwartskunst beschäftigt, kann man, und das ist leicht nachvollziehbar, sie auch oftmals nicht auf Anhieb verstehen. Aber darf ich daran nochmal anknüpfen, weil ich das interessant finde, das weist ja auch nochmal auf etwas hin, was gerade in dieser ersten Arbeit ganz stark war und weshalb Sie wahrscheinlich auch dazu kommen, gerade diese erste Arbeit zu nennen, dass nämlich das Kunstwerk eigentlich als solches in seiner Abgeschlossenheit ja nicht mehr existiert, sondern dass es um, wie du das ja auch gezeigt hast, um letztlich Anstöße, Interventionen geht, wo irgendetwas in Gang gesetzt wird, was zunächst mal ja auch direkt im Alltagsleben der Leute verankert ist und was aber irgendwie auf so eine ganz unmerkliche und auch undramatische Art und Weise erstmal ein Stückchen darüber hinausführt und in irgendeinen anderen Bereich führt. Und das finde ich ganz symptomatisch für solche neueren Arbeiten. Und das ist im Hinblick, deswegen finde ich dieses Beispiel für dieses Thema besonders gut gewählt, weil eben genau das Problem ist, diese Grenzziehung überhaupt zu machen. Was ist denn davon jetzt eigentlich Kunst? Was ist das normale Leben? Wo ist das einfach nur eine Gesellschaft von Dorfbewohnern, die sozusagen einen Nachmittag gemeinsam sticken oder malen? Da könnte man ja auch sagen, also wenn man das jetzt nur als Kunstwerk sozusagen betrachtet, was ist daran das Künstlerische? Und aber alles zusammengenommen, diese ganzen vielen kleinen Schritte, Interventionen, Aufnahmen, Wiederausstellungen, das war ja auch relativ ästhetisch dann wieder in einem Ausstellungsraum arrangiert. Also da steckt irgendwie, glaube ich, der entscheidende Punkt drin. Na klar, also man kann ja auch nicht, also ich habe von diesem Projekt einen Bruchteil gezeigt. Und was nicht ausgestellt wird, ist natürlich diese ganze Arbeit, Wochen und Monate lang mit der örtlichen Bevölkerung und in dieser Überzeugung auf künstlerischem Wege die Situation für die Bevölkerung, für die Anwohner ändern zu können. Also die Anwohner haben dann natürlich wieder eine ganz andere, einen ganz anderen Kontakt und ein ganz anderes Verständnis von dieser Kunst, die sie machen, beziehungsweise von diesem Kunstwerk, zu dem sie plötzlich werden und gehören. Aber tatsächlich ist es, da gebe ich dir recht, natürlich auch gerade bei so ausufernden Projekten, das ist ja bei dem letzten auch so ein riesiges Projekt, das sich auf so vielen Ebenen abspielt, kann man es auch gar nicht komprimieren und alles zusammenführen. Und man kann sich einzelne Schritte anschauen. Ja, ich fand, dass in Nummer 2 und Nummer 3 zeichnet sich das Zeitphänomen der Übertreibung ganz unwahrscheinlich ab. Das ist also besteht an sich aus Übertreibung. Und in Nummer 3, für Fantasie sehr interessant, war ja wohl, wenn ich richtig gesehen habe, von der einen dämonischen Figur das Auge so geformt wie der Mund. Und das Auge verschluckte Personen. Das hatte also eine Fressfunktion. Das ist also eine interessante Idee. Und dann wollte ich nochmal, wir befinden uns ja in einem ärztlichen Gremium hier, sagen, dass man den Markusplatz in historischen Zeiten, wenn Venedig belagert wurde, mit all seinen Menschen und Tauben drauf, zum Sammeln des Regenwassers für Trinkwasserzwecke benutzt hat. Und das muss sich mal ein Hygieniker ausmalen. Ja, stimmt. Bleiben wir mal beim Markusplatz. Sie sprachen von den Trollen. Und danach in einem weiteren Satz, dass eine Kollektion da entwickelt worden sei. Ja. Ist da Kunst und Kommerz beieinander? Ja, also wir
haben tatsächlich versucht, auf allen Ebenen, ich hatte es in einem Nebensatz gesagt, auf allen Ebenen diese Trolle in die menschlichen Sphären einzuschleichen. Ach so. Beziehungsweise die Trolle haben es versucht, sich dort einzuschleichen. Und natürlich ist Fashion und auch Lifestyle, wie er an einer anderen Stelle vorkam, ein ganz wichtiger Aspekt, nicht nur im menschlichen Leben, sondern auch insbesondere in der Begegnung mit Kunst. Und aber eben auch, also Social Media, Merchandise, also dieser ganze Marketing und Verkaufssektor gehörte dazu. Ja, also wir haben wirklich versucht, überall uns einzuhacken eigentlich. Also sagen wir, es war vielleicht nicht gerade die Primärabsicht, aber die Sekundärabsicht war es bestimmt. Ja, also ich, also von der, also diese Modelinie, die entwickelt wurde, die hat ja wiederum, also wir haben uns Assoziierte ja gesucht, die wir für die Arbeit oder für dieses Projekt mit reingeholt haben, die dann aber wieder rausgegangen sind. Also diese Modelinie, die hat die Modedesignerin entwickelt und das ist jetzt ihre Sommer-Herbst-Kollektion, von der wir jetzt nichts weiter haben. Ja. Aber es ist eben, es findet dadurch eine Streuung statt. Also in dem Moment, in dem irgendjemand eine Tasse aus dem Pavillon mitnimmt, sich ein Modestück kauft, sich den Social-Media-Film anguckt, in dem Moment kommen die Trolle eigentlich immer wieder und immer mehr in unserer Welt an und vergrößern ihren Wirkungskreis. Das war die Idee. Dürfte ich dazu noch mal was fragen? Ich meine, die Trolle spielen ja im Leben der Isländer eine viel größere Rolle als in unserem Leben. Also also nicht nur als Fabelwesen, die irgendwie eben märchenhaft da sind, sondern es gibt ja nach wie vor Vorstellungen, die auch im aktuellen Leben eigentlich so sind, dass die Trolle irgendwie mit dem Leben zu tun haben. Also man lebt sozusagen mit den Trollen auf eine gewisse Art und Weise und hat aber auch gleichzeitig gar kein Problem damit, dass es sozusagen auch irreal ist. Also das Irreale hat einen ganz viel größeren Platz im Leben, im normalen Alltagsleben als bei uns. Und das würde mich jetzt im Hinblick auf dieses Kunstwerk dann doch interessieren, weil das spielt ja genau mit dieser Durchdringung des Alltagslebens. Und für uns als Nicht-Isländer sind es eben im Prinzip comichafte Figuren, die irgendwo dazwischen gezeichnet sind und rumwuseln. Also wie hat der Künstler das reflektiert und inwiefern spielt dieses Verhältnis der Isländer zu Trollen eine Rolle? Also als Deutscher denkt man wahrscheinlich dann, typisch isländische Arbeit. So, die denken ja an Trolle und Elfen. Wobei das ja auch nicht nur auf Island, sondern auf ganz Skandinavien auch und verschiedene Länder haben eben ja auch Trolltypen. Was und für Eid, für den Künstler, war es sicherlich, diese Trolle sind für ihn eine Normalität, natürlich schon im Denken. Aber was letztendlich entschieden hat, dass wir, oder was entscheidend war, dass diese Trolle nun nach Venedig gehen, ist, dass sie also der eigentlich so die urtümlichste, wildeste und unbändigste Gewalt sind, die man sich so vor. Also Trolle sind ja auch gegen Menschen sozusagen. Also die machen das, was Menschen nicht dürfen. Die haben so viel Kraft, die sind in der Nacht unterwegs, verwandeln sich bei Tag in Stein und so weiter. Also sie sind so quasi das Alter Ego, könnte man auch sagen, des Menschen. Und für Eid war das tatsächlich auch ein Gedanken, so ein Alter Ego zu sich selbst zu ersinnen, das alles machen darf. Also all das, was er als Künstler selber nicht machen kann, nicht machen darf, wird an die Trolle weitergegeben, die es dann wiederum umsetzen können mit ihrer Kraft, mit ihrem Erfindungsreichtum. Da gibt es noch Blutrache. Ach so, ehrlich? Nun, dann darf ich den Dank aussprechen des Auditoriums der Medizinischen Gesellschaft, Frau Professor Thomas und Frau Wötscher, für die wirklich interessanten Einführungen, die uns zum Nachdenken angeregt haben. Es ist ein unglaublich komplexes Thema, Mensch und Kunst. Die Wechselbeziehungen sind enorm. Der Mensch
ohne Kunst will nicht leben, kann nicht leben. Und die Kunst braucht auch den Mensch, zumindest irgendwann, selbst wenn es nur la pour la ist. Ein Kreateur muss da sein, der es macht. Und dann muss auch ein Rezipient irgendwann mal reinschauen. Das also mit herzlichem Dank für Ihr Kommen, Ihr Dasein, Ihr So-Sein, wie man so schön sagt. Ich darf Ihnen jetzt etwas Kreiertes aus der medizinischen Gesellschaft überreichen. Wir haben aus der Reihe »Was ist der Mensch?« mit dem Springer Verlag, mit dem renommierten Springer Verlag, einige Themen herausgegriffen, die wir nach und nach publizieren. Wir haben zwei Philosophen, ich darf ihn hier Leibniz und Jaspers überreichen, das ist der erste Band. Bitte käuflich erwerben im Thieme Verlag, jederzeit. Schauen Sie mal bei Jasper rein, für unsere ärztlichen Kollegen hier in diesem Gremium ist es recht interessant, wie stark Jasper sich mit dem Umgang mit dem schwer- und schwerstkranken Patienten beschäftigt. Er hat zum Beispiel die These geprägt, dass der Patient nur Anrecht auf die Wahrheit hat, die er vertragen kann. Denken Sie mal darüber nach, wie man das handeln soll im ärztlichen Alltag. Das aber nur nebenbei. Herzlichen Dank. Professor Junginger pflegt immer auf die nächste Sitzung hinzuweisen. Auch das muss ich dann diesmal tun. Wir haben am 4.10. das Thema Rauschmittel im Straßenverkehr, Erkennung, Nachweis, Konsequenzen von der Rechtsmedizin hier in der Mainzer Universität. Sie können sich vorstellen, wie komplex auch dieses Thema ist. Der Alkohol ist längst definiert in der psychotropen Wirkung, in der physiologischen Wirkung, hat Grenzwerte, die unbestritten sind, bei denen bestimmte Schädigungen auftreten. Die Drogen sind einmal von der Verschiedenheit ihrer Substanzen her und zum anderen auch von der Verschiedenheit der Wirkung auf den Menschen so komplex und so schwierig in Gesetzesrahmen zu fassen, dass wir immer noch Jahrzehnte, nachdem Drogen seit 40, 50 Jahren im Straßenverkehr benutzt werden, immer noch keine festen Regeln haben, ab wann ist eine Grenze, ab wann wird es strafbar oder nicht. Das wird ein interessanter Abend. Ich glaube, wir sehen uns wieder am 4. Oktober. Dankeschön. Ja, wir haben das hier. Wir fangen damit an und überlegen, ob wir dann mit Ihren Ausführungen auch da noch mal ein Büchlein bestücken. Also, wir haben gerade erst angefangen. Ja. Wer kommt jetzt wie nach Hause? Muss jemand gefahren werden? Wo fahren Sie denn hin? Ja, überall. Da ich ja nur gehört habe, dass Sie aus Mainz sind, fahre ich dahin besuchen wollen. Also wenn Sie ich habe das Auto da vorne draußen stehen. Ja, gerne. Ich kann nicht mitkommen. Ja, klar. Nachdem ich heute hatte immer so ein Airfest-Zeug. Hat sich das relativiert, ob ich Airfest-Zeug aber wo ich bin, dass Sie nicht schwer tun, dass Sie Weihnachten und ja, also das kann ich nur bestätigen. Und wenn es ist ja inflationär. Ja. Und jede Hausfrau, jede Patch, weil es Decke näht, ist ja Kunst. Aber wenn Sie uns sagen, der Mensch setzt sich auseinander mit der Kunst und verarbeitet da Dinge, das ist ja auch oft für wohltätige Zwecke, könnte man das dann dort auch in diese Kunstdruck fassen? Naja, ich meine, letztendlich ist es, also Kunst ist. Natürlich kein geschützter.